Hallo Jungs und Mädels und herzlich willkommen bei eurem Webship und einer neuen Ausgabe zu unserer neuen Liquid-Serie American Stars. Wir wollen euch heute... ein Liquid vorstellen, Grasshopper, kennt jeder normalerweise auch von PSV, vom Pinkspot, Grasshopper. Dabei handelt es sich um ein sehr, sehr leckeres Getränk aus Kakao, Vanille, Sahne und leckerer Pfefferminze und Minze. Es ist schon eins meiner Favorites, auf jeden Fall, weil es so unglaublich schmeckt. Das ist, was lange Rede, kurzer Sinn, ich dampfe das einfach mal an. Das ist so lecker. Der Pfefferminzgeschmack schon beim Inhalieren, dann kommt so diese Kakaobohne hinten im Rachen, so hier hinten, wo der Jamie mal sagt, da kommt so die Nuance der Kakaobohne und dann leicht verfeinert mit der Sahne. Super, super, super lecker. Ja, wenn er jetzt gerade auch mal im Sommer in meine Cocktailbar geht, fragt unbedingt mal nach Grasshopper und dann müsst ihr unbedingt dieses Grasshopper von American Stars, das müsst ihr unbedingt probieren. Das ist 1A getroffen. Und ich bin ganz ehrlich, da kann sich PSV schon ganz schön warm anziehen. Also mit diesem Grasshopper, da ist American Stars vom Flavortech mal ganz, ganz weit vorne. Das ist wieder diese wie man das hingekriegt hat. Das ist unglaublich, mehrere Aromen wieder zu einer Nuance zu vereinen, ja, wo ja normalerweise schon seit zig Jahren PSV halt immer der Vorreiter gewesen ist. Also diese Liquids sind einfach sagenhaft. Ich reiche mal rechts rüber zum Jamie. Er hat sich in letzter Zeit immer den rechten Platz von mir ausgesucht. Und mal gucken, was der Jamie dazu sagt. Ich finde das Krasse ist, das ist ein Töpfler mit einer schon sehr niederohmigen Entwicklung. Und es ist kalt. Ja, ne? Ich habe das immer noch. Ich habe jetzt von dem paar Mal ziehen und inhalieren. Ich kann immer noch einmal so tief Luft holen und ich habe hier hinten im Rachen einfach mal die Pfefferminze mit der Sahne. Das ist unglaublich. Das ist wirklich sowas von unglaublich. Das ist, da hat die Dampferszene echt lange drauf gewartet. Also die sind wirklich, wirklich richtig gut kreiert. Ja, also auch hier kann ich nur sagen, Hut ab vor Flavortech, wie sie es hingekriegt haben. Das ist einfach nur lecker. Und es ist auch für mich ein I must have. Ja, scheiß auf die 4,99 € für 10 Milliliter Liquid, ja, weil es ja kein Aroma ist. Also ich find's super. Ja, jetzt merke ich das auch, wenn man einatmet, dann dieser richtiger Kick in den Hals. Das ist... Hier hinten. Ja, kann sich mal warm anziehen. Ja, also das ist, ich finde auch die Sahne, süßliche Sahne, dann die Kakaobohne, also einfach das, was man hier kreiert hat, das ist eine perfekte Harmonie. Ich finde die Sahne auch nicht so wie bei den anderen Sahnen immer so, die anderen Sahnen sind immer so klobig, so. Ja, so. Ja, und hier ist es so, hey, ich bin dein Freund. So. Hä? Ja, genau. Also es ist Grasshopper im Gegensatz zu Pinkspot, ich finde das hier besser. Ja. Wir lassen das so mal stehen. Wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr das selber mal testen würdet und dann auch dementsprechend mal hier eure Kommentare hinterlässt. Vielleicht hat der ein oder andere ja von euch dies auch schon gekauft und probiert. Für die, die es nicht wissen, der Jamie verlinkt das unten nochmal. www.greekmods.de beziehungsweise auch die Domain www.greekmods.com. Kommt also, egal wie eingegeben, immer auf die Seite. Da gibt es diese 12 leckeren Liquids von der Firma Flavortech mit dem Seriennamen American Stars. Ja, wir würden uns beim nächsten Mal wieder freuen, wenn ihr uns einschaltet. Wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns abonniert, um uns einfach mal so einen Weg weiterzugeben, ob das alles, was wir hier so vor uns hin dumpeln und quatschen, dann alles super für euch ist. Und für die, die jetzt vor kurzem erst eingeschaltet haben oder uns abonniert haben,
Jamie, du darfst ansagen. Ich zeige. Wir verlinken hier oben mal. Aroma Nummer 1. Aroma Nummer 1. Aroma Nummer 1. Okay, Aroma Nummer 1 und Aroma Nummer 2. Okay. Wir haben es noch nie getestet, aber wir freuen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aroma Nummer 1 oder Aroma Nummer 2. Tschüssikowski, ciao mit A und bis zum nächsten Mal. Shipvape begrüßt euch zum nächsten Mal, wenn Tschüss heißt. Ciao mit A.